Ski Alpin ist schon etwas ganz Besonderes bei Jugend trainiert für Olympia. Highspeed, Technik und Nervenstärke, das wird von den Kids beim Vielseitigkeitslauf gefordert. Mit Affenzahn brettern die Nachwuchs-Cracks die Piste herunter. Das lässt keinen kalt. Adrenalin, es macht einfach total Spaß, weil du Speed hast und ja, ist einfach ein tolles Gefühl. Also ein sehr schönes Gefühl, also man fühlt sich halt dann stark, so, keine Ahnung. 1,5 Minuten Geschwindigkeitsrausch. Das gönnen sich die Jungs und Mädels aber nicht zum Spaß. Bei dieser Disziplin werden sie ordentlich gefordert und gefördert. Unser Ziel war es, über Wellen oder Sprünge, wie wir es hier nebendran haben, die Kinder vielseitig auszubilden. Da sind also einige knifflige Stellen auf dem Kurs. Nach einer gründlichen Vorbesichtigung pfeifen die Kiddies nur so über den Schnee. Denn wie die Herausforderungen gemeistert werden, wissen die Juniors, ist doch logisch. Bei der Schanze zum Beispiel, jetzt, da muss man klein bleiben und die Spannung halten. Dann oben sind ein paar Wellen drin, darf man sich nicht zusammendrücken lassen und allgemein immer mit viel Richtung reinfahren und ja. Wer so gut Bescheid weiß, tja, aus dem kann ja nur was werden. Mit Sicherheit sind da ein paar Athleten dabei, ein paar Schüler dabei, die sehr gut fahren und die Perspektive haben, irgendwann in einigen Jahren auch bei Olympia mal aufzutreten. Gut, wenn man einen von den, naja, kleinen Stars im Team hat, denn um das geht es hier schließlich. Gewonnen und verloren wird zusammen. Das ist eigentlich ganz toll, weil dann kriegt man eigentlich das Gefühl vom Team. Man muss ja als Gruppe stark sein und nicht als Einzelner immer. Also man muss zwar als Einzelner auch gut sein, aber es am Ende zählt die Gruppe. Ganz besonders wichtig werden die Mannschaftskameraden morgen, denn beim Team Parallelslalom geht's um den Gesamtsieg des Ski-Alpin-Wettbewerbs. Na Logo, wir sind am Start und zeigen euch Sieger, fetzige Szenen und eine ordentliche Portion Emotionen.